Der Fahrzeugpark Ihrer Feuerwehreinsatzkräfte ist noch ziemlich unvollständig. Sie brauchen für größere Einsätze noch Drehleiterfahrzeug und Tanklöschfahrzeug. Außerdem sollten Sie sich einen Polizeihelikopter zulegen, mit dem Sie zum Beispiel flüchtige Personen und Fahrzeuge verfolgen können. Machen Sie weiter so wie bisher, dann sollte das mit dem Budget für die neuen Einsatzfahrzeuge kein Problem sein. Neue Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Also heute auf dem Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Zu Let's Play Emergency 4. Das ist mir schon länger aufgefallen, dass wir noch so relativ wenig Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr hatten. Naja, gut. Jetzt kriegen wir ja neues Drehleiter- und Tanklöschfahrzeug. Das ist cool. Das ist definitiv cool. Das macht es auch hier in der Stadt nachher leichter. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. Dann würde ich sagen, schicken wir da auch direkt die Leute hin, wa? Fahrzeug steht zur Verfügung. Verkehrsunfall, das ist, glaube ich, unser erster Verkehrsunfall, den wir hier haben. Eigentlich hätten wir den schon haben können, seit wir das Abschleppfahrzeug haben. Aber naja. Er hat ja auch gesagt, dass irgendwann die Aufgaben größer werden für uns. Und das dürfte dann wohl eine der Aufgaben sein, die größer sind. Wenn das Ding wenigstens irgendwo da ins Hafenbecken reingebrettert wäre, dann hätte man ja was sagen können. Aber jetzt so ein Auto gegen eine Laterne geditscht, ich weiß nicht. Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Im Kiosk oder? Wo liegt die? Euer fucking Ernst? Die da so. Die Frau hätte nicht noch 2 Meter weitergehen können. Fahrzeug steht zur Verfügung. So nach dem Motto, nicht mehr unser Problem. Fahrzeug 2 hört. Ende. Fahrzeug 2 hört. Soll jetzt überhaupt nicht herzlos sein oder so. Ich finde halt nur. Naja, eigentlich hätte es auch 2 Meter weitergehen können. Fahrzeug 2 hört gemacht. Das ist meine bescheidene Meinung. Gut, nimm das Ding schon mal weg, dass hier wieder der Stau, herfließt. Ja, dass hier kein Stau entsteht, so kann man sagen. Fahrzeug 3 hört. Achtung, ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Ja, komm, hinterher, Leute. Bin unterwegs. Was gibt's? Fahrzeug schnell hinterher. Ihr habt da was zu tun. Okay. In welche Richtung läuft er? In diese, okay. Will er jetzt in diesen Tunnel hier rein, oder? Fahrzeug 5 hören. 2 Meter nur hätten gereicht. Ja, komm, lassen wir die erstmal ein bisschen basteln. Fahrzeug 6 hören. Okay. Oh, er gibt sich quasi. Ja, das ist mal eine willkommene Abwechslung. Ah, komm, wir hatten zuletzt viele Frauen, deswegen würde ich mal sagen, jetzt darf mal der Mann ran. Wollen ja Gleichberechtigung hier leben. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 5 hört. Wird ausgeführt. Auf dem Weg. Und dann können wir die auch schon zurückrufen. Und dann sieht das doch schon mal gut aus. Dann würde ich sagen, haben wir gleich das erste. Ich hoffe, wir kriegen als erstes das Tanklöschfahrzeug. Das macht es uns dann in Zukunft bei den Bränden leichter. Achtung, danke. Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. Das ist doch mal was. Es geht doch. Ja, komm, nehmen wir mal 2 mit. Obligatorisch. Es geht doch. Es funktioniert doch. Schon ist da mal wirklich so 2 Wracks. Und ja, ich freue mich gerade darüber, dass 2 Autos ineinander gerasselt sind und nicht 1. Ah, Kriminelle, die mit dem Auto fliehen, stoppen sie mit dem Polizeihelikopter. Gut zu wissen. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet.
Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Du, Kollege, liegst richtig gut. Sehr schön. Hast genau gewartet, bis du auf dieser Lichtung bist. Wunderschön. Aussteigen bestätigt. Wird umgehend durchgeführt. Höre, alles klar. Fahrzeug 11 hört. Sie hören. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 10 hört. Ja komm, jetzt stell dich nicht so an hier mit deinem Hupen. Hier ist ein Einsatz. Hier werden gerade Menschenleben gerettet. Und du drängelst. Schäm. Es wurde ein Ladendiebstahl gemeldet. Stimmt, der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Oh, wieder unser Lieblingsladen. Hm, da war was. Genau. Fahrzeug steht zur Verfügung. So. Vorteil, der liegt direkt da auf der Lichtung. Fahrzeug 11 hört. Nee, warte, ich weiß, in welche Richtung der will. Fahrzeug 13 hört. Genau, wir fangen den hier ab. Irgendwann kriegt man dann nämlich so eine gewisse Routine, in welche Richtung die wollen. Ich kann die da entsprechend abpassen. So, ihr dürft auch schon zurück. Ihr dürft zurück, ihr dürft zurück. Wir holen uns einen Taschenhut, Freunde. Ja, hier so ist gut. So, ihr seid ja erst gleich da. Das heißt, wir holen schon mal den Patienten ab. War das der gestürzt war? Nee, Nahrungsmittelvergiftung. Naja, kommt fast aufs Gleiche hinaus. Fahrzeug 13 hört. Wird gemacht. So, jetzt wäre es schön, wenn der Typ einmal stehen bleibt. Verstanden. Aussteigen bestätigt. Oh, ich würde sagen, jetzt darf die Dame wieder. Ich sag dir, wir leben hier Gleichberechtigung. Fahrzeug 13 hört. Ja. Okay. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Gut, solche Fragen und so. Da mussten wir uns 2006 rum nicht mit auseinandersetzen. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Fest. Auch die Fahrzeugwracks. Hey. Ja, da schicken wir aber eine Streife definitiv mit, um das hier abzuriegeln. Das können die aber mal sowas von vergessen, dass wir das auf Zuruf machen. Fahrzeug steht zur Verfügung. Das wird nicht passieren. Fahrzeug steht zur Verfügung. Da schicke ich definitiv eine Streife mit, um die Unfallstelle zu sichern, auch wenn mich das einen Haufen Geld kostet, dieser Einsatz. Aber die Fahrzeuge sind teuer. Teurer. Drehleiter haben wir auch schon. Cool. So, jetzt, das ist doch mal ein schöner Feuerwehrpark. Also ich finde schon, dass der schön ist. Ne, Löschfahrzeuge, Rüstwagen, damit können wir langsam arbeiten. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Oh, behandeln und abtransportieren. Oh, die liegt in der Bank. Hat wahrscheinlich die Abzüge auf ihrem Bankkonto gesehen. Irgendwie so die Steuerabgaben. Wie soll man das heute alles noch bezahlen? Ich verstehe die da. Dass man da einen Herzinfarkt kriegt, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Was gibt? Jawohl. So, ihr habt hier nichts verloren. Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers. Löschen Sie die Brände. Na toll, da kriegen wir so geile neue Fahrzeuge. Was passiert? Ein fucking Busch brennt. Mehr nicht. Irgendwie enttäuschend. Ich sage ja, ihr habt wahrscheinlich ihre Kontoauszüge gesehen und ist dann umgekippt. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja, bin unterwegs. So, einmal hier, ihr habt hier nichts verloren. Alles klar. Wird umgehend Fahrzeug 21 hört. Fahrzeug 20 hört. Fahrzeug 19 hört. Fahrzeug 19 hört. So, die sind alle wieder da. Sonst blockiert hier niemand. Na, das ist doch mal was. Jetzt ist da so ein bisschen Feuer drauf. Gut, ich würde sagen, ihr sammelt ein. Wir sind hier fertig. Bin unterwegs. Ja.
Ja. Genau, wir sind hier fertig. Der Bus darf wieder. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 18. Fahrzeug. Ihr könnt weg. Ihr könnt weg. Ihr könnt weg. Das sieht gut aus. Höre, bin unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Ihr bringt mal die mit dem Herzinfarkt schnell ins Krankenhaus. Hoffen wir mal, dass die Dame versichert ist, sonst kriegt ihr gleich den nächsten Herzinfarkt, wenn sie die Rechnung sieht. Beziehungsweise sie kann froh sein, dass sie jetzt gerade nicht in Amerika lebt. Das ist leider so das Einzige, was man so sagen kann, was ziemlich positiv an Deutschland ist, dass du im Krankenhaus nicht den nächsten Herzinfarkt kriegst. Banal, aber naja. Ist halt so. Da kommen eine ganze Menge Sachen zurück. Fahrzeug 15 hört. Was hat der mit dem Herzinfarkt? Nö, eins der Unfallopfer. Da wird, das sind die Unfallopfer und das ist der Herzinfarkt. Wusste ich. Und damit gerade kommt eine Eilmeldung rein. Ein neuer Einsatz für Sie. Da können Sie Ihre neuen Fahrzeuge gleich mal ausprobieren. Schauen Sie auf die Landkarte und klicken Sie dort auf das markierte Einsatzgebiet, um den Einsatz zu starten. Gut, die Achtung, nächste Mission. Verkehrsunfall. Du hältst die Klappe. Nächste Mission, Bombenattentat bei Gipfeltreffen. Der Verkehrsunfall interessiert uns nicht mehr wirklich. Gut, Bombenattentat bei Gipfeltreffen, das ist der nächste Einsatz, dahin geht's als nächstes. Ich mache hier erstmal wie immer einen Cut, sag danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Bombenattentat bei Gipfeltreffen. Ursache.